Ja, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft. Ich habe gerade eben schon mal eine Minute aufgenommen, ohne Ton, weil das Headset sich ja abgeschaltet hat. Die blöde Sau. Ich war gerade am Erklären in dieser Minute, dass ich mich in der Höhle da hinten weiter umgeguckt hatte. Und da war es tatsächlich so, dass da hinten sich, also, ne, da wo wir letzte Folge aufgehört haben, dass sich da zwei Schluchten kreuzen. Und in beiden hast du dann am Ende nur einen einzigen großen Lavasee als Boden. Da habe ich mir dann gesagt, nee, komm, das lassen wir sein. Ich habe dann die Kiste wieder abgebaut und wir sind jetzt praktisch schon direkt fast am Ausgang. Hallo. Ist so rabiat hier mit dem... Oh, das hätte jetzt aber gut in die Hose gehen können. Hatte, glaube ich, seinen Vorteil, dass wir das beim ersten Mal haben liegen lassen. Ja, man sieht schon, hier waren gerade da sind die drei Fackeln, ne? Das heißt, hier ist der Ausgang in der Nähe hier. Wir waren gerade da drüben auf jeden Fall. Von hier sind wir gerade wieder zurückgekommen praktisch, ne? Also hierhin und dann wir jetzt wo waren das? Hier runter und dann hier hinten durch, ne? Da müssten wir ja eigentlich Richtung Ausgang kommen. Da war die Sackgasse. Genau, hier ist ja noch ein grüner Stein. So, hier war ja unsere der Spawner mit den vielen Sätteln drin. Jetzt müssen wir uns langsam auch wieder hier aus der Höhle erheben können. Müssten ja auch... Ah, ja, ich bin wieder falsch gelaufen. Wir müssten ja dann auch gleich wieder auf unsere zweite Kiste stoßen. Oder im eigentlichen Sinne ja auf die sogenannte erste Kiste. Dann können wir eigentlich mal vergleichen, was in der ersten drin ist und was in der zweiten drin wäre. So, wir haben jetzt dabei 15 Gold und... 48 Eisen und 6 Diamanten. Und hier haben wir noch 5, also man muss sagen, beide Kisten. So, komm hier, weg damit. Also ich muss sagen, die Tour hat sich gelohnt. Sie war nicht lang, man kann sich nicht beklagen, dass wir hier nur ein und dasselbe sehen. Wir können ja hier nochmal reinschauen, ganz kurz. Das ist wahrscheinlich mein Todesurteil. Jetzt habe ich nämlich beide Kisten im Inventar. Und werde wahrscheinlich jetzt demnächst hier drauf gehen. Machen wir wieder ganz schlau. Wir stellen einfach die Kiste hier in den großen Raum auf. Ne, warum eigentlich? Warte mal. Hier geht's ja hoch, ne? Warte mal, hier, wo war das? Wo ging es hoch? Hier geht's raus. Das heißt, wir stellen die Kiste einfach genau wieder hier hin, wo sie vorher war. Tut mir leid, ich habe jetzt nicht mehr daran gedacht, dass hier oben ja auch noch so ein Räumchen war. Dann schmeißen wir einfach da jetzt wieder alle gesammelt rein. So. Oh, da ist aber einiges an Kohle zusammengekommen. Oder die Waldfeder, das hätte ich aber nicht gedacht, dass wir hier so viel rausziehen. So, der Rest ist alles Beiwerk. Hier geht es noch runter, da wollen wir aber erstmal nicht hin. Mich interessiert erstmal das, was hier oben so rumschlawinert. Ja, so. Aha, da hinten geht's lang. Sieht doch nicht aus, als wären wir hier schon mal gewesen. Doch, hier waren wir schon mal. Willst du mich verarschen? Hey, guck mal, eine Höhle. So. Mensch, hier muss schon mal jemand gewesen sein. Oh, guck mal hier, hier war auch schon mal jemand. Hey, guck mal, Fackeln. Hey, guck mal, eine Höhle. Ja, ne? Also, oh, ja, hier sind ja auch Fackeln. Das ist mir gerade ein bisschen suspekt. Warum sind hier Fackeln, wenn ich da oben... ein ganz neuer Abschnitt. Da hat sich ja wirklich gelohnt, die Fackeln nochmal aufzustellen. Gut, dann haben wir den Bereich ja auch ausgeleuchtet. Das ist ja eine Verarsche, der Raum hier. Ich habe mich in der letzten Folge noch gewundert. Mensch, waren wir hier etwa schon mal? Das sieht ja so bekannt aus. Hm. Sehr schön. So, warte mal, wo war jetzt die... Was? Sind wir hier schon beim Ausgang? Jetzt habe ich die Kiste auch nicht total verpasst. Die Kiste? Warte mal. Von hier, ah...
Ah, so geht's schneller. Mit der Axt geht das Ganze ein bisschen schneller. Ich habe gerade gesehen, da oben wäre der Ausgang, den man praktisch direkt nehmen kann. So, war der jetzt hier? Irgendwie muss der gewesen sein. Genau, hier ist ja praktisch dann der direkte Ausgang unter die. Ist das jetzt richtig? Ja, genau, hier ist dann der direkte Ausgang unter die Bahn. Nee, halt, hä? Jetzt sind wir hier drin. Was machen wir denn jetzt hier drin? Okay, die Pfade sind manchmal sehr verschlungen hier, aber jetzt sind wir in dieser Höhle, also in diesem Dungeon hier drin und. Das ist mir fast so. Hier oben geht's hin. Vielleicht ist ja hier noch was. Da irgendwo. Ah, okay, da waren wir, glaube ich, schon mal. Müssten wir auch gleich irgendwo rauskommen. Wenn wir schon Wasser hören und Mukus, die da draußen rumblöken. Ja, das kommt mir alles sehr bekannt vor hier. Aber wo ich genau bin, kann ich jetzt auch nicht sagen. Wir müssen auf jeden Fall in der Nähe vom Ausgang sein, so viel ist klar. So, machen wir mal hier frei. Da geht's runter. Da habe ich auch irgendwann mal was frei gehackt mit der Axt. Ja, wir müssen doch in der Nähe vom Ausgang sein. Das ist doch. Wenn wir hier die Viecher hören können. Gut, dann sind wir hier offensichtlich doch falsch. Aber wo ging es dann wirklich? Hä? Ach, guck mal hier. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Hier ging es nämlich weiter in die Höhle rein. Da ging es hoch. Da hatten wir ja damals uns dann runtergebuddelt, nachdem wir nach Ewigkeiten da lang gekommen sind. Jetzt müssten wir eigentlich nur hier die komplette Höhle einmal zurücklaufen. Nicht. Hier war das doch. Hier ist es doch. So, warte mal hier. So, jetzt hier mal eine Fackel hin. So, hier müsste jetzt eigentlich irgendwie rauf. Nee, hier hatte ich Wasser gestoppt. Aber das Wasser hatte ich in der Nähe des Ausgangs gestoppt. Das sieht doch sehr. Nee, hier habe ich gegraben. Aber ich weiß genau, dass das hier in der Nähe vom Ausgang war. Das war nicht so furchtbar weit weg. Ja, hier war ja dieses halbe Höhlenlabyrinth. Gut. Also nicht gut. Wir haben den Ausgang immer noch nicht gefunden. Aber ich weiß, dass das definitiv ganz in der Nähe von dem Ausgang war. Dieses gestopfte Höhlenloch und dass man da über mehrere Ebenen gehen konnte. Da hinten ist Sackgasse. Wir sind ja auch gar nicht tief da vorne. Das sieht aus wie der Ausgang. Entweder ist es der Ausgang oder. Es ist der Ausgang. Hier hatte ich nämlich diese Wendeltreppe gemacht, die über zwei Ebenen geht. Dann müsste man hier rumkommen. Genau, hier hatte ich das ja abgesperrt in den Skelett. Da müsste genau hier der Ausgang sein. Da, 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 da. Ich kenne mich noch so ein wenig aus in der Höhle. So. Ist ja auch noch nicht so lange her, dass wir da drin waren. Andererseits, also für euch folgentechnisch ist es nicht so lange her. Für mich ist es doch schon ein Weilchen her. So. 13 Diamanten. Was mir jetzt gerade einfällt, ich Dödel hätte ja eigentlich mal eine Diamantspitzhacke machen können. Machen wir später, ganz kurz. Wir müssen die Sachen auf jeden Fall irgendwo einlagern erstmal. 13 Diamanten, ich glaub's nicht. Auch wir sind ja auch erst bei 9 Minuten. Das heißt, wir gehen gleich nochmal ganz kurz runter wegen dem Obsidian. Da weiß ich ja noch ungefähr, das ist ja nicht so weit weg gewesen. Und wenn nicht, wir werden schon irgendwann wieder bei der Schlucht ankommen. Da ist ja auch mehr als genug Obsidian gewesen. Unser Haus sieht aus, als wäre eine Bombe an der einen Seite eingeschlagen. So. Schatztruhe auf. 15 Diamanten haben wir jetzt insgesamt. Und einen Haufen anderer Krempel. Nicht erstmal alle hier reinschmeißen. Außer die Feuersteine. Das noch, das noch, das noch.
So, dann hatten wir hier die Holzkiste. Da kann ich jetzt gerade mal nichts reinschmeißen. Bei der Nahrungskiste kommen 4 Weizen rein. Gravel und Stein kann da rein. Die Erde haben wir ja komplett verbaut. Kohle. 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 So. Und hier kann der ganze Rest rein. Die Stringtangas. Ach, siehst du, wir haben die in der Nahrungskiste haben wir die Samen hier, die Kakaobohnen vergessen. Wovon wir jetzt auch eine ganze Menge schon haben. Gut, Stickies haben wir ja noch. Das heißt, jetzt brauchen wir 3 Diamanten. 2, 3. Einer wird ja später sowieso nochmal gebraucht für die... Bam, wir haben unsere. Aber wir werden... Wie viel brauchen wir denn eigentlich für den Verzauberungstisch? Für den Verzauberungstisch, da brauchen wir... Wo war er denn? Hä, wo ist der denn? Da, hier, hier muss der sein, wa? Hier. 4 Obsidian und 2 Diamanten brauchen wir dazu sogar. Also, und ein Buch. Ein Buch können wir ja... Das ist ja leicht. Boah, ich hoffe, dass dieses dämliche Update von wegen, man braucht für Bücher irgendwann Leder, dass die dieses Update niemals für die Konsolen bringen. Das ist so ein Schritt nach hinten gewesen. Das war... Also, jetzt braucht man... Man braucht halt einfach ewig, bis man Leder zusammen hat. Und dann braucht man natürlich dementsprechend auch ewig, bis man Bücher zusammen hat. Das ist nun mal einfach so. Und deswegen... Unterstütze ich diese Änderung eigentlich auch nicht so wirklich. Weil Bücher, also ich weiß nicht, dann hat man halt eher irgendwie, man kommt dann eher so in den Genuss, Bücher nicht als Designelement wie die beiden Bücherregalen zu verwenden, sondern man versucht dann eher so, naja, die Bücher halt nur noch zweckgebunden zu verwenden. Zum Beispiel gab es ja später noch die Möglichkeit, weiß nicht, ob das eine Mod ist, habe ich zumindest mal gesehen, dass man ja auch Verzauberung von Waffen runternehmen kann und die dann auf Büchern speichern kann. Wenn es eine Mod ist, ist es auf jeden Fall eine übernehmenswerte Mod. So, von hier aus wartet doch im Grunde nur... Wartet hier? Ja, hier runter. So, versuchen wir es mal. Na komm, na komm. So, einmal Obsidian haben wir. Der zweite, das Obsidian dauert immer so ewig. Obsidian müssen wir auch mal irgendwann ein Tor bauen. Zweiter, ja, jetzt hat man gerade den Vorteil des Wassers gesehen. Wenn halt das Wasser weiter rüber fließen lässt, dann hat man ein bisschen ein Problem mit der Koordination. Aber sollte irgendwie sich Lava öffnen, wird die natürlich sofort auch abgelöscht. So holen sich Profis Obsidian. So und nicht anders. Auf jeden Fall können wir uns gleich auf was Lustiges gefasst machen, denn wenn ich verzaubere, also ich möchte bei der Spitzhacke durchaus eine anständige Verzauberung bekommen. Du hast doch schon genug Obsidian. Ja, ich weiß, aber was stört jetzt daran, wenn ich mir ein bisschen mehr hole? Schließlich müssen wir irgendwann ja auch mal dran denken, ein Tor zu bauen. Ein Netherportal. Da brauchen wir ja für die kleinere Variante 12 oder 10 waren es. 10 waren es. Ich meine, natürlich kann man jetzt, man kann ja die, auch gießen. Das würde ich wahrscheinlich auch vorziehen. Aber hey, ich meine, gut, jetzt ist natürlich die Diamantspitzhacke angefangen. Vielleicht lasse ich ja auch eine Diamantspitzhacke so und die andere nehme ich mir mit. Also verzaubere ich und ich lasse mir eine normale. 9. Komm, so. Wir haben ja Gott sei Dank noch die Eisenrüstung an. So. Da müssen wir mal gucken, welche, wie viel die jetzt noch eigentlich aushält. Nicht, dass die schon zu schwach ist. Ja, unter Wasser. Super. Komm da hoch, so.
Oh, diese blöde Strömung, ey, dass die einen wirklich die ganze Zeit dagegen drücken muss, das ist mehr als nervig. Na, ob wir das schaffen? Unter Wasser, das ist, glaube ich, ein Risiko. Boah, dieser blöde Wasserdruck, ey. Ich kann hier nichts mehr abbauen. Da ist einfach schon zu viel Druck drauf. Komm, na, den schaffen wir noch. Da entstand gerade ein Pflasterstein. Naja, weil das Wasser natürlich nicht mehr weiterlaufen konnte. Gut, ich würde sagen, 11 Stück reichen. Man muss es ja nicht übertreiben. Man kann es ja auch. Wir können ja später mal einen Eimer mitnehmen und das Wasser verlagern. Dann machen wir hier unsere kleine Obsidianmine draus. Hihi. Sieh mal einer an. Guck mal, was da oben ist. Die sollten wir vielleicht stehen lassen. So, da haben wir tatsächlich wieder Deckeneisen, das berühmt-berüchtigte. Kaum spricht man drüber, schon hat man's. So. Und war gar nicht mal so wenig. 4 Stück habe ich, glaube ich, jetzt gezählt. Stimmt das? 8 sogar. Hä? Weißt du, Brain AFK gerade eben? Das könnte durchaus möglich sein. Ich schließe es mal nicht direkt aus, sondern ich denke einfach mal, dass das möglich ist, dass ich gerade so geistig abwesend war, dass ich das schon gar nicht mehr mitbekommen habe. Ne, hier geht's, hier ist falsch. Wir müssen, glaube ich, noch ein Stück weiter und dann nach hinten. Wo war denn der? Hier ging's lang, ne? Nee. Boah, ich finde diesen Weg nicht. Hier geht's doch lang und dann hinten hoch. So, genau. Hier sind wir richtig. Bis ich mir den eingeprägt habe, das kann auch eine Weile dauern. Das verspreche ich euch. Und dann geht es ja hier lang. Immer finde ich hier hinten schon den Weg. Was das angeht, meistens sind meine Höhlen tatsächlich schon immer so gewesen, dass ich mich, dass da irgendwie so lauter Wendungen drin waren. Immer so nach links und dann bist du reingekommen und dann war immer so ein ganz kleine. Also ein ganz kleines Loch, das hast du eigentlich gar nicht, hättest du eigentlich gar nicht wirklich wahrgenommen. Und da musste man dann tatsächlich durch, um rauszukommen. Weil da waren einfach mal immer die meisten Ressourcen, so wie jetzt. Man ist halt da reingegangen, so aus Interesse und fand da halt einfach das meiste. Deswegen habe ich auf vielen Karten so eine Minen, die einfach so über 1000 Ecken gehen, immer so durch kleine Öffnungen durch. Von Strip Mine halte ich eigentlich nicht so viel, ist auch nicht wirklich spannend. Ja, gut, man kann natürlich auch sagen, Höhlengänge im Überlebensmodus, wenn man die noch friedlich hat, sind auch nicht wirklich spannend. Aber das war jetzt ein günstiger Umstand und ganz ehrlich, ich bin auch froh, dass dieser Umstand eingetreten ist. Ich hatte ihn zwar nicht geplant, aber drüber nachgedacht hatte ich. So. Ich bin ja schön blöd, vielleicht sollte ich mir auch die 2 Diamanten rausholen und das Buch schon mal machen. So bleiben noch 10 Diamanten. Und ich sollte vielleicht, irgendwo hatten wir doch bestimmt Zuckerrohr. Aber wir müssten vielleicht auch schon irgendwo Papier haben. Ja, 6 Papier haben wir. 6 Papier reicht das für ein Buch. Wo waren Bücher? Hier, ne? Ja, für ein Buch reicht es. Könnte sogar 2 Bücher machen, aber da wüsste ich nicht, was ich jetzt damit anfangen soll. So. Da, 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 da. Ach. Siehst du, wir müssen sowieso noch einen Haufen Bücher machen. Da kommt unser Holz uns jetzt wieder zugute. Okay, hier, Obsidian kommt in die Schatzkiste. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir das Ding hinstellen können. Eigentlich müssten wir dafür in den Keller gehen. Das ist dann unser kleiner. Machen wir wahrscheinlich im Keller so eine kleine Ecke. Haben wir noch Material für eine Schippe? Natürlich nicht. Wie sollte es auch anders sein? Das heißt, wir nehmen uns nochmal die 4 Eisen hier mit und bauen uns schnell ein Schüppchen. Ach so, da sind ja doch Pflastersteine drin gewesen. Na super. Egal, dann haben wir jetzt ein Eisenschüppchen. Dann können wir noch mal schön was freibuddeln, weil
Ich brauche ja natürlich noch Zuckerrohr, da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. So, das müssen wir hier alles frei machen. Ich will doch gar nicht so weit weg haben, das Verzauberungsding. Mal sehen. So, müsste ja eigentlich schon reichen. Also wenn hier dann Wand ist, dann müsste rein technisch gesehen. Also wir haben jetzt hier die Wand. Die geht bis hier. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4. So, und so müsste dann eigentlich auch sein. Hier kommt ja dann sowieso die Wand hin, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Brauche ich hier tatsächlich nicht ganz nach hinten gehen, sondern kann hier schön genau hier hinter die Wand lang ziehen. Ich wollte ja eh nicht so wirklich hier komplett lang. Also dann kann ich hier schön genau hier die Wand lang hauen. Die Ziegelwand. Und in die Mitte hiervon kommt dann direkt der Zaubertisch. Oh, das war aus Versehen. Davon kommt er genau. In die Mitte kommt ein Zaubertisch. Da ist wahrscheinlich, werde ich hier wahrscheinlich die Mauer dicht machen, dass man hier so einen kleinen Raum hat. So einen kleinen abgeteilten, in dem man praktisch dann seine sakralen, keine Ahnung was machen kann. Ich hätte es auch gerne in so einen Schuppen getan, aber bis man den fertig hat, das dauert ja auch eine Weile. Dann arbeiten wir vielleicht erst einmal ganz kurz an einer Zuckerrohrfarm. Dazu nehmen wir die 6 Zuckerrohr, die wir haben, und pflanzen die schön großflächig an, dass wir hier eine Menge Zuckerrohr bekommen. Ist ja egal, auf was man die plantet. Wir werden jetzt einfach mal hier. Bop, bop, bop. So, ich weiß, dass da ja auch noch Zuckerrohr stand. Das werden wir uns auch noch holen und hier anpflanzen. Einfach nur, damit wir es halt können. Wir müssen ja irgendwie dann für genügend Bücher sorgen, dass wir genügend Bücherregale bauen können. Und die kosten ja eine Menge Zuckerrohr. Ich glaube, aus einem Zuckerrohr machst du einmal. Der 6. Ich glaube, aus einem Zuckerrohr machst du einmal Papier. Oder was? Dreimal Papier? Ich weiß es nicht mehr. Und daraus machst du dann ja ein Buch. Also man kann sagen, ein Zuckerrohr wäre nach der Rechnung natürlich dann sofort ein Buch. Und du brauchst 3 Bücher pro Regal. So, es geht natürlich nur an Flächen, die direkt mit dem Wasser verbunden sind. Also hier nicht. Gut, also erst einmal Kellerarbeiten. Hatten wir nicht irgendwo schon mal Zuckerrohr ausgebracht? Ich bin der Meinung, wir hatten irgendwo schon mal Zuckerrohr hingestellt. So ein paar Striebsel, aber ich scheine mich gerade zu irren. Ja, ich irre mich gerade. Schade. Die Pflastersteine wollte ich holen. 6 Stück werden nämlich nicht reichen. Was machen die denn heute alle mit ihren Verbindungen? Ist ja furchtbar. Ach, das wird, die werden wahrscheinlich wieder hier Lizenzaustausch und gegenseitig runterladen. Also was machen die wahrscheinlich gerade wieder? Das heißt, der Dominik, der hier die ganze Zeit aufklopft, wird wahrscheinlich eher der Vegito sein. Also der Valentin. Weil ich glaube, der hat ja sowieso immer Verbindungsspackungen. Deshalb, ja. Scheint mir das eine plausiblere Erklärung zu sein, als dass Dominik jetzt auf einmal eine Scheißleitung hat. Das wäre sehr überraschend. Zurück auf die Schuppe. Keller mache ich Pflastersteinboden, weil ich es kann, jeweils einfach. Ich finde es stimmiger. Es passt einfach dann besser. So, dann machen wir hier noch ein bisschen was weg. So.
Außerdem haben wir dann auch mal eine Verwendung für Pflasterstein. Ich bin ja mal gespannt, wie das Ganze sich noch entwickeln wird hier mit der Map. Erstmal bauen wir jetzt die ganze Zeit an einem Gebäude und später können wir ja noch ein zweites dazu nehmen. Man muss ja mal Stück für Stück gehen. Meine andere Karte hat sich ja auch nicht auf hat. Das war jetzt eigentlich Verschwendung. Meine andere Karte hat sich ja auch nicht von heute auf morgen gebaut. So, ich könnte jetzt eigentlich mal wieder mein Handy nehmen. Jetzt waren wir ja sowieso noch im Erde. Ah, wir sind schon über der Zeit. Mist, na gut, warte, dann machen wir das so. In der nächsten Folge klatschen wir hier die ganze Erde weg. Und dann suche ich mir wieder aus meinem Handy ein schönes Thema, dass man so ein bisschen reden kann. Dann habe ich ja schon 3 Folgen heute aufgenommen. Mann, war ich fleißig. Also eigentlich 2. 2 Folgen schon für die nächste Woche. Das heißt, morgen noch 2 und 5 Folgen Fable und Singularity. Dann habe ich das weg. Das heißt, ich kann morgen 5 Stunden Aufnahme einrichten. Boah, krass. 5 Stunden kommt das hin? Nee, weniger. Eine Stunde sind 3 Folgen. Naja, 3, so in etwa 3 Stunden kann. Na doch, wohl 4 Stunden kann ich schon einplanen. Das heißt, ich werde morgen früh schon ein bisschen aufstehen, damit ich, morgen schon ein bisschen früher aufstehen, damit ich natürlich auch noch das Rendern schaffe. Ist ja auch noch wieder so eine Geschichte. Da muss ich ja noch auf Wiedersehen. Okay, damit ich beim Rendern nicht wieder so viel Zeit vertrödeln. Mache ich einfach mal jetzt genau hier Schluss und sag dann mal Tschüssikowski und bis dann. Wir sehen uns dann morgen beim fröhlichen Erdeklatschen wieder. Ciao.